Weder der US-Leitindex, S&P 500 noch der Nasdaq werden es in den verbliebenen Minuten und Stunden schaffen, den dritten Verlustmonat in Folge zu vermeiden, auch wenn wir ja jetzt eine Erholung gesehen haben in den letzten Tagen. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wie geht es jetzt weiter? Denn wir haben eigentlich eine sich verschlechternde Earnings-Situation. Wir haben immer mehr Enttäuschungen, was die US-Berichtssaison betrifft. Wir haben nach wie vor ein Liquiditätsthema. Wir sind auf der anderen Seite übergeordnet, im größeren Zeitfenster noch überverkauft. Im kürzeren Zeitfenster sind wir sogar schon überkauft. Schwamm drüber, das ist also jetzt die Frage, wie geht es weiter? Heute ja so ein Zwischentag, Dienstag, morgen Fed, Donnerstag Apple, heute nachbörslich nochmal AMD, wichtig für den Chipsektor und für den Nasdaq, aber wie gesagt, Fed morgen, Apple am Donnerstag, US-Arbeitsmarktdaten am Freitag, das werden die großen Dinge sein, die dann die weitere Richtung bestimmen werden. Schauen wir uns mal die Heatmap an, also das, was sozusagen hier passiert ist, wir sehen ein Nvidia zwischenzeitlich unter 400 Dollar, Tesla mit einer leichten Erholung, Google, Apple, Microsoft wenig verändert im Prinzip. Wir sehen Eli Lilly hier, LLY im Minus. Aber insgesamt, ja, moderate Pluszeichen. Es hat sich nicht viel getan, kann man sagen. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Der VIX heute allerdings über 6% im Minus. Aber gehen wir mal chronologisch vor. Heute, 14:30 Uhr, gab es ein Datum, das in Deutschland überhaupt nicht beachtet wird, in den USA, aber von der Wall Street durchaus wahrgenommen wird, nämlich die Employment Costs. Und die sind gestiegen, stärker gestiegen als erwartet, mit plus 1,1%. Wir sehen hier in dieser Grafik vor allem Government, also das, was die staatlichen Stellen ausschütten. Das hat zunächst dann mal die Renditen wieder nach oben gebracht und den positiven Grundton der Aktienmärkte so ein bisschen konterkarierte. Zwischenzeitlich, das war das, was zunächst mal an Konjunkturdaten gekommen ist. Und dann hatten wir um 14 Uhr deutscher Zeit die US Home Prices Case Schiller und wir sehen hier ein neues Allzeithoch. Das sind Daten noch aus dem August. Wir sehen jetzt eine rekordniedrige Leistbarkeit, was praktisch Immobilien betrifft in den USA. Danielle DiMartino Booth, ehemalige FED-Mitarbeiterin, sagt, ich glaube nicht, dass die Leute registrieren, wie schlimm es kommen wird am Immobilienmarkt, denn es sind vor allem Millennials, die nach wie vor kaufen, zu horrenden Hypothekenzinsen sich hier einkaufen in diesen Markt. Nach dem Motto, wird schon gut gehen, aber wir sehen praktisch diese Blase am Immobilienmarkt. Und wenn wir hier nochmal zurückscrollen, dann sehen wir, wir haben jetzt fast doppelt so hohe Preise wie auf dem Hochpunkt der US-Immobilienblase. Also das ist natürlich schon sehr, sehr sportlich. Und wenn wir hier mal diese Grafik des Case-Shiller-Index anschauen, sehen wir vor allem Chicago, New York, Detroit, San Diego und solche Städte. Und wir sehen oft, wenn Sie da mal rechts gucken, All-Time-High-Date. Also wann wurde das Allzeithoch bei den Preisen erzielt? Dann sehen wir sehr, sehr oft 31.08.2023, also bei den aktuellen Veröffentlichungen. Wir sind jetzt in vielen, vielen US-Städten praktisch auf Allzeithoch. Wir sehen also trotz der Zinsanhebungen der Fed, irgendwie gehen die Dinge nicht runter, irgendwie stellt sich der Effekt nicht ein, den die Fed sich vielleicht vorgestellt hat. Und schauen wir uns mal hier die Mieten in etwa in Manhattan an. Durchschnittlich 4.300 Dollar. Jetzt ist der durchschnittliche Verdienst in der Stadt 66.000 oder 6.600 Dollar im Monat. Das heißt, ein durchschnittlicher New Yorker, also ein durchschnittlich verdienender New Yorker muss etwa zwei Drittel seines Gehalts für die Miete ausgeben. Das ist normalerweise nicht zu schaffen. Wie die Leute das schaffen, ist ein Rätsel. Jetzt sagte Bloomberg, hier, Lisa Abramowitsch verweist darauf, naja, das größte Risiko könnte sein, dass die Wirtschaft irgendwie zu robust bleibt, dass dadurch die Inflation wieder anzieht, statt es zu einer Rezession kommt. Das würde so ein bisschen gehighlightet eben durch diese Employment Costs, durch die Arbeitskosten für die Unternehmen. Gleich mehr noch zu den neuen Deals mit den Autogewerkschaften. Das wird hier noch oben drauf kommen. Wir sehen dann diese rekordhohen Hauspreise. Wir haben auch besser als erwartetes Consumer Confidence bekommen, dazu gleich mehr. Aber
Hier zunächst mal dieser Abschluss Stellantis, GM und Ford. Man hat jetzt also seitens der US-Autogewerkschaft mit all diesen Autokonzernen einen Deal erreicht. 25% geht es nach oben mit den Löhnen in den nächsten 4,5 Jahren. Das ist die größte Lohnsteigerung in den letzten 22 Jahren. Alleine diese Lohnsteigerungen werden GM, General Motors, also 7 Milliarden Dollar kosten, werden die Kosten für die Produktion eines Autos um 900 Dollar pro Stück nach oben bringen. Jetzt mal jenseits der Kosten, die man durch den Streik hatte, durch Produktionsausfälle sowohl bei Stellantis, bei Ford als auch bei GM. Also das wird der Fed nicht so richtig gut gefallen, was da passiert ist. Und naja, das Consumer Confidence, das Verbrauchervertrauen des Conference Boards, das war ein Ticken besser als erwartet, aber dennoch auf 5-Monats-Tief. Und wir sehen auf der anderen Seite hier unten die Inflationserwartungen, die sind wieder nach oben gegangen seitens der Konsumenten. Es gab dann auch weniger schicke Daten heute. Chicago PMI, also Einkaufsmanager-Index Chicago, 43 statt 44 erwartet, also weiter im Schrumpfungsbereich. Und dennoch sehen wir das, wie schon vorhin angedeutet, die Renditen steigen, die US-Renditen steigen. Wir sehen, dass der Dollar heute deutlich gestiegen ist, Euro-Dollar wieder deutlich unter der 1,06er-Marke. Also irgendwie passt vieles nicht so richtig zusammen. Wir sehen steigende Renditen, steigenden Dollar. Wir sehen, dass die Earnings gewisse Probleme machen. Und jetzt kommen wir eben zu den weiteren Ausblick. Wir haben jetzt also 3 Monate in Folge negative Aktienperformance in den Indizes gehabt. Das erste Mal seit 2020. Das letzte Mal, dass wir 4 Monate in Folge hatten, war 2011. Und das letzte Mal, dass wir 4 Verlustmonate in Folge hatten, endend im November, saisonal ja eigentlich eine gute Zeit, war 1946, da war ich noch recht jung und kann mich aber noch ganz dunkel dran erinnern. Normalerweise aber geht es dann im November 1,7% nach oben im S&P 500 seit dem Jahr 1950. Aber auch auffallend, die Gewinnschätzungen für die US-Unternehmen sind deutlich zurückgenommen worden jetzt in den letzten Tagen. Und wir sehen hier nochmal diese Saisonalität, gestrichelte Linie, das ist das in Vorwahljahren, das ist vielleicht das Entscheidende. Hier sehen wir, da geht es ja so in den ersten Novembertagen dann nach oben, dann erstmal wieder nach unten, bevor es dann Richtung Ende November nach oben geht. Aber hier nochmal zum November. Wir haben jetzt 2023, das erste Mal seit 1928, und da war ich auch noch relativ jung, dass also die Kurse in 3 Monaten in Folge, nämlich August, September und Oktober, gefallen sind. Und dann sehen wir, dass also 1990 gab es dann einen Gewinn von 5,99%, 2016 3,42%. Also die Statistik ist hier auf Seiten der Bullen, auch der VIX, der wie gesagt heute nachgegeben hat, der ist saisonal normalerweise dann im November erstmal schlecht drauf, fällt also, fallendes Angstbarometer normal gut für Aktien. Und hier sehen wir unten das Jahr 2023 mal im Vergleich, da sehen wir, ja, das passt schon ziemlich gut mit der Saisonalität. Auf der anderen Seite sehen wir immer mehr Earnings Misses, so wie heute Caterpillar, eigentlich gute Zahlen. Aber die Auftragsbestände, die in der Pipeline sind, die waren sehr, sehr schwach und deswegen die Aktie deutlich unter Druck heute. Und insgesamt sehen wir, dass wenn ein Unternehmen berichtet und besser als berichtet, also sowohl Sales, also Umsätze als auch Gewinne besser sind, dann durchschnittlicher Anstieg 1,36%. Wenn man allerdings enttäuscht, dann durchschnittlicher Abverkauf 3,19%. Da war Caterpillar, dass er wirklich ein wichtiger Player ist, sozusagen so eine Art, wie sagt man, Bellwether für die globale Ökonomie, war noch schlechter dran heute. Wir haben also insgesamt, wie Bob Elliott hier zeigt, mit die schwächste Berichtssaison, was die Verkäufe betrifft, also die Umsätze betrifft. Das ist schon sehr, sehr schwach. Wie gesagt, jetzt werden die Erwartungen immer weiter nach unten genommen für das, was in Zukunft kommt. Und Erwartungen, auch wichtig natürlich bei Apple. Hier sehen wir mal Apple, Microsoft, die sind bringen alleine mehr Marktkapitalisierung auf die Waage als 4 Sektoren, 4 der 11 Sektoren im S&P 500. Man ist jetzt im Nasdaq bei 21%, Nasdaq 100, also 2 Aktien machen gut 1/5 der Marktkapitalisierung aus, 14% beim S&P 500, also
Da sollte Apple besser liefern, sonst kann das unangenehm werden. Heute, wie gesagt, AMD auch aus dem Tech-Sektor. Kommen wir zur Politiker, zu den schrecklichen Dingen in Gaza und Israel. Wir sehen jetzt, die Bodenoffensive ist jetzt ins Rollen gekommen. Die Israelis gehen langsam vor. Sie versuchen, eigene Verluste zu vermeiden. Dadurch versuchen, sofern es möglich ist, offenkundig auch Verluste an palästinensischen Zivilisten zu vermeiden, wobei das nicht immer gelingt, wie wir leidvoll jetzt erfahren haben. Aber wir sehen hier dieses massive Aufgebot, das jetzt Stück für Stück hier vorrückt. Das ist ein Krieg, der Monate, nicht Wochen dauern wird, mit Eskalationspotenzial. So hat zum Beispiel jetzt der Jemen offiziell Israel den Krieg erklärt und man hat ja schon mehrere Raketen Richtung Israel geschickt, die bisher allerdings abgefangen wurden. Wir sehen also, Jemen ist ja ein Stück weit weg und jetzt hier wichtiger noch die Hezbollah unter ihrem Führer Nasrallah, der wird jetzt am Freitag 15 Uhr eine Ansprache halten und die Hezbollah sagt, da wird etwas Großes kommen. Wir werden sehen, was es sein wird. Und auf der anderen Seite sind die Amerikaner ein Stück weit gelähmt, denn es gibt Uneinigkeit schon innerhalb der Republikaner über diese Bills für Israel, für die Ukraine, geschweige denn zwischen Republikanern und den Demokraten. Jetzt droht der Government Shutdown am 17. November. Jetzt hat heute, respektive in der Nacht, deutscher Zeit, das Finanzministerium gesagt, also wir werden uns im vierten Quartal 776 Milliarden Dollar über Anleihen besorgen, also neue Schulden machen im vierten Quartal. Das ist ein Rekordwert, hat es noch nie gegeben, ist allerdings etwas geringer als von den Märkten befürchtet. Kommen wir noch nach Germania und Europa. Hier sehen wir, die Eurozone ist jetzt schrumpfend. Das erste Mal seit Corona. Die Inflation geht zurück, 3,9%, immer noch ziemlich hoch, aber eben rückläufig. Die Wirtschaft in der Eurozone steht eben noch viel, viel schwächer da als in den USA. Abschließend Hinweise: Zentralbanken kaufen viel mehr Gold als vermutet. Ja, was wissen die oder wissen die nichts oder warum machen die das, meine Damen und Herren? Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Wie schaut es denn aus? Hier Marco Kolanovic sagt, na, die Leidenszeit für die Wall Street ist noch nicht vorbei. Hat er recht, hat er nicht recht? Schauen Sie sich mal die Argumente an, die er bringt. Zweite Empfehlung. Und jetzt werde ich Sie nochmal nerven mit dem morgigen Webinar mit André Stagge. Wir haben heute schon mal so eine Art Generalprobe gemacht. 19 Uhr morgen. Sie kriegen da per E-Mail Bescheid, wenn Sie sich angemeldet haben. Und da werden wir das FED-Statement, die Entscheidung der FED kommentieren, uns den Text mal anschauen, werden über die Märkte sprechen. André wird Strategien vorschlagen. Ich hatte das schon erwähnt. Wenn Sie morgen nicht können, in Süddeutschland ja Feiertag, Allerheiligen, dann vielleicht 16. November oder 14. Dezember oder 11. Januar. Sie haben also noch Gelegenheit, wenn Sie es morgen nicht schaffen, dennoch sich anzumelden. Also drei Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.